Grüß Gott und herzlich willkommen zu einer neuen Staffel der Stunde der Seelsorge zusammen mit Pater Karl Wallner. Er ist verantwortlich für die päpstlichen Missionswerke in Österreich. Er ist Mönch des Stiftes Heiligenkreuz und unterrichtet dort auch Dogmatik. Pater Karl, die erste Sendung dieser neuen Staffel können wir gleich bezeichnen: Es macht wieder Spaß, katholisch zu sein. Dazu haben wir nämlich eine Zuschrift, die würde ich gern vortragen. Sehr geehrter Herr Pfarrer Rimmel, sehr geehrter Herr Pater Wallner, kurz zu meiner Person. Ich bin Religionslehrer, also die Zuschrift ist deutlich gekürzt. Eine große Tragik unserer Zeit liegt darin, dass unsere Kirche unsere Religion nicht mehr erklärt. Wir benötigen eben auch Intellekt, um die Sinnhaftigkeit, Wissenschaftlichkeit und Tiefe unserer Religion zu erkennen. Leider scheitern hier häufig auch schon unsere Priester. Nun kommt Ihre Sendung ins Spiel, also die Stunde der Seelsorge. Endlich gibt es ein deutschsprachiges Format, das den Finger genau in diese Wunde legt. Sie beide machen eine Sendung mit höchstem Niveau, aber in gut verständlicher Sprache und mit dem nötigen Humor. Sie öffnen mir und vielen anderen in meiner Familie die Augen. Es macht wieder Spaß, katholisch zu sein. Herzlichen Dank für dieses Format. Bitte machen Sie damit dauerhaft weiter. Schon oft habe ich Ihre Aussagen auch schon im Unterricht verwenden können. Sie beantworten wirklich viele Fragen unserer Zeit aus unserem Glauben. Ganz herzliche und dankbare Grüße. Punkt, Punkt, Punkt. Es ist tatsächlich so, wenn man meint, es genügt schon zu glauben und es ist egal, was man glaubt, dann ist man sehr schnell im Aberglauben, im Irrglauben, im Fanatismus oder eben man verliert den Glauben, weil der Glaube, so wie wir ihn verstehen, hat eine inhaltliche Komponente. Der liebe Gott hat uns schon als Geschöpfe, als allen Menschen Verstand gegeben, Intellectus, Ratio. Und diese Ratio wird genährt eben durch die Selbstoffenbarung Gottes. Und deshalb gibt es Glaubensinhalte. Also ich bin nicht Christ, wenn ich nicht glaube, so formulieren sie auch die Glaubensbekenntnisse, dass Gott ein allmächtiger Schöpfer und Vater ist, dass der Sohn Mensch geworden ist, dass der Jungfrau Maria, dass uns erlöst hat durch sein Leiden, Sterben, Auferstehen, dass der Heilige Geist in den Sakramenten wirkt und in unsere Herzen ausgegossen ist. Es gibt Glaubensinhalte. Der heilige Anselm von Canterbury hat die Theologie oder den Glauben definiert als Fides Querens Intellectum, also der Glaube, der danach strebt, verstanden zu werden. Und ich glaube, lieber Thomas, das versuchen wir, ein bisschen das zu erklären. Es ist natürlich immer für mich gewagt. Ich halte über 8 Semester Vorlesungen über den ganzen dogmatischen Stoff, ja, und dann in so einer halben Stunde mit Fragen, die oft aktuell sind und, wie soll ich sagen, auch nicht direkt jetzt eben die Glaubenssubstanz berühren, jetzt hier eine adäquate Auskunft zu geben. Ich mache immer ganz, ganz intensiv Werbung für den Katechismus. Ja. Der ist wirklich spannend. Er ist natürlich ein bisschen trocken auch, ja, aber es ist eine Katastrophe, dass wir nicht mehr inhaltlich wissen, was wir glauben. Und dann quatscht jeder herum. Ja, ich habe gerade auch Vorlesungen im ersten Semester, wir haben sehr viele neue Studenten an der Hochschule Heiligenkreuz, das ist ganz sensationell. Und da kommen die dann auch und dann wollen schon irgendwas jetzt eben, ob Hunde in den Himmel kommen oder solche Fragen jetzt eben stellen, sage ich, nein, wir müssen mal ganz substanziell lernen. Ja, was glauben wir? Was sind die Substanzen? Was ist Inkarnation? Was ist Kenose? Also Grundbegriffe des Glaubens mal jetzt eben kennenlernen. Und das fehlt heute vielfach. Und deshalb quatscht man. Ja, man quatscht mit Meinungen herum, die mit der Selbstoffenbarung Gottes nichts zu tun haben. Deshalb, wenn man über den Glauben reden will, setzt das bitte voraus, dass man den Glauben kennt. Und also danke für dieses mich erröten lassende Lob am Beginn gleich dieser der nächsten Staffel von der Stunde der Seelsorge. Das ist natürlich auch ermutigend. Lieber Thomas, wir haben uns aber eh vorgenommen, weiterzumachen, weil die Reaktionen so positiv sind. Und wir gehen in diese Richtung weiter. Wir wollen euch zu Hause jetzt eben stärken im Glaubenswissen, ja, weil das ist die Voraussetzung für die Frömmigkeit, für die Gläubigkeit und überhaupt also für eine Dynamik des christlichen Lebens.
Die Zuschrift ist interessant, weil sie von einem Religionslehrer kommt, der eigentlich die Aufgabe hat, den Glauben zu erklären. Und er schreibt, die Tragik unserer Kirche liegt darin, dass eben unsere Kirche unsere Religion nicht mehr erklärt. Es ist auch eine Anfrage an den Religionsunterricht, dass hier was falsch läuft. Also ich kenne viele Religionslehrerinnen und Religionslehrer, die bemühen sich echt und unsere Kinder und Jugendliche, die haben ja viel Religionsunterricht, aber offensichtlich bleibt da nicht viel hängen. Ich möchte es jetzt nicht den Religionslehrerinnen und Religionslehrern anlasten, die wirklich, ich gehe mal davon aus, in aller Regel eine gute Arbeit leisten, aber irgendwo hängt doch was schief. Also, lieber Thomas, meine Erfahrung ist, ich kenne nur, wirklich nur, da werden jetzt viele schreiben, dass es bei Ihnen anders ist, ich kenne nur gute Religionslehrerinnen und Religionslehrer. Und die Situation ist doch heute die, dass man eigentlich für jemanden, der diese Ausbildung macht und sich dann für eine Schulklasse stellt, für den müsste man doch oder für die müsste man doch eigentlich automatisch schon das Heiligsprechungsverfahren eröffnen. Weil was ist die Situation? Die Kinder haben überhaupt nichts mehr von zu Hause. Ja? Also da hören jetzt vielleicht auch Leute aus dem frommen Allgäu zu oder aus der buckligen Welt hier in Niederösterreich, wo es noch fromm zugeht und wo Leute noch in die Kirche gehen. Aber im Regelfall haben die jungen Leute gar nichts mehr. Die können kein Kreuzzeichen. Die haben irgendwie gehört, dass sie Christen sind. Die sind halt getauft worden, weil man getauft worden ist. Aber dass die eine Katechese von zu Hause bekommen haben oder eine Lust am Christlichsein, das ist ja nicht der Fall. Ja. Also wir haben in Wien die Situation mit nur 31% Katholiken, dass zum Beispiel ein Religionslehrer, eine Religionslehrerin, die muss an 4 verschiedenen Schulen unterrichten, damit sie ihr Stundenquorum zusammenbekommt. Ja. Also das ist dramatisch einfach. Und dann sitzen die Kinder da drinnen, ja, und also das ist wirklich, das sind Märtyrer. Also ich habe sie immer verteidigt, ich habe auch bei der Mittagsmesse oft die Religionslehrerin schon gelobt und dann auch Zuschriften bekommen, wo mir Religionslehrerin geschrieben hat, auf uns wird immer nur geschimpft. Uns lastet man alles an, was in den Familien nicht geschieht, was die Eltern nicht machen, was bitte auch die Großeltern nicht machen. Ich sage immer, die Omas haben die größte Chance jetzt zur Katechese, weil die werden am meisten geliebt von den Enkelkindern. Omas werden immer geliebt. Ja? Und wenn die Oma jetzt mit den Kindern betet oder aus der Kinderbibel vorliest, da hören die Kinder, die Enkelkinder sicher zu. Auf jeden Fall, wir haben diese Situation, dass die praktisch auf Null aufbauen müssen und dann sollen sie alles leisten. Nein, das ist einfach nicht möglich. Deshalb, Thomas, ich glaube, wir wissen alle, ja, dass es auch Sachen gibt, die nicht funktionieren. Manche Religionslehrerinnen haben auch resigniert. Die zeigen dann halt nur mehr Filme, weil sie aufgegeben haben. Ja, das muss man einfach auch sehen. Das ist sicher richtig so. Aber ich würde bitten, stärkt die Religionslehrerinnen und Religionslehrer durch Wertschätzung, weil die haben das wirklich verdient. Vielleicht haben wir ja ein paar Religionslehrerinnen und Religionslehrer, die zuschauen. Vielleicht möchten Sie uns schreiben, wo Ihrer Meinung nach die Herausforderung besteht, wenn man heute Religionsunterricht erteilt. Wir aus unserer Position reden vielleicht hier auch zu einfach. Ja, es ist dennoch eine sehr schöne Zuschrift. Es macht wieder Spaß, katholisch zu sein. Wegen der Stunde der Seelsorge möchte ich auch die Gelegenheit nutzen, wie unser Format funktioniert. Bitte schreiben Sie uns Ihre Fragen über Gott und die Welt, über Kirche und Glaube. Unten ist die E-Mail-Adresse eingeblendet, an die Sie unsere Fragen richten. Bitte fassen Sie sich kurz. In der Kürze liegt die Würze. Ich muss das alles lesen. Und die Stunde der Seelsorge funktioniert so. Sobald zu einem Thema genügend Zuschriften kommen, mache ich eine Sendung draus, zusammen mit Pater Karl, der dann das Ganze beantwortet und der nicht weiß, was kommt. Das möchte ich nochmal betonen. Das ist für ihn immer eine kleine Kinderüberraschung, was hier kommt. Aber vielen herzlichen Dank, Pater Karl, dass du dich bereit erklärst, darauf zu antworten. Sie haben auch auf YouTube die Möglichkeit, alle Sendungen, die wir gemacht haben, nachzuschauen. Und die sind eben immer auch thematisch geordnet. Pater Karl, hast du noch ein Anliegen zu dieser Sendung an dich? Ja, also
Es ist so, dass ja manchmal auch mir Leute schreiben und die Briefe sind oft lang. Das ist auch, ich verstehe das ja. Also die Anliegen sind einfach groß. Und es ist ja auch interessant, dass im Volk Gottes so ein Interesse am Glauben da ist. Das ist eigentlich schön. Nur ich bin Nationaldirektor der päpstlichen Missionswerke. Ich kriege 200 E-Mail am Tag. Das sind Projektanträge. Das sind ganz große Sachen. Da geht es um wirklich, also ich möchte es wirklich so sagen, weltverändernde Dinge, ob wir dort ein Priesterseminar bauen, ob wir diesen Missionar eine Schule finanzieren können und so weiter. Also das sind wirklich große Sachen und ich kann deshalb, ich bin weiter Dogmatikprofessor in Heiligenkreuz, ich mache das gerne, aber ich kann nicht jetzt eben auf endlose Briefe antworten, wo es oft um sehr einfache Fragen geht, die der Katechismus schon beantworten könnte. Deshalb schicke ich alles an den Thomas weiter und dann habe ich natürlich, vielleicht merkt ihr das eh, wenn es zuschaut, dann steigt mein Adrenalin Pegel immer am Beginn der Sendung, weil ich ja nicht weiß, was der Thomas fragt, ja? Also was da jetzt kommt. Ja? Und es gibt Themen, die mir unglaublich liegen, also wenn es um die Glaubenssubstanz geht, aber wir reden ja auch über Themen, die mir Bauchweh machen, ja? Also wenn da irgendwas, Entschuldigung, über den synodalen Weg oder irgendwas kommt oder wie man es mit der Corona-Problematik gehabt hat, also dann ist meine Begeisterung enden wollen, um das so zu sagen. Aber es ist gut so, dass ich es nicht weiß, weil dadurch habe ich ein bisschen Adrenalin in mir und muss mich bemühen, dann halt sinnvoll Auskunft zu geben. Und das ist, glaube ich, auch ganz gut, dass ich das nicht vor, dass ich das nicht vorbereite, weil dadurch kommt einfach das, was ich auch beim normalen seelsorglichen Gespräch sagen würde, ohne dass ich dann in den klugen Büchern und in der Sekundärliteratur jetzt eben nachschaue, um dann eine sehr komplexe Antwort vielleicht zu geben. Die Sachen sind im Regelfall viel komplexer, als wir das hier beantworten können. Aber ich glaube, für den, also für das Normale ist es eben, und das zeigen ja eure Zuschriften, ist es genau die Nahrung, die man für den Alltag als heutiger gläubiger Katholik jetzt eben brauchen kann. Hoffe ich zumindest. Pater Karl, die Stunde der Seelsorge funktioniert auch so, dass wir solch eine Meinung haben, aber oft auch die gegenteilige Meinung. Und so ist es auch jetzt in der nächsten Zuschrift. Hier haben wir eine Zuschrift, wo deutlich wird, dass die Stunde der Seelsorge auch Mühe bereitet. Lieber Herr Pfarrer Thomas Maria Rimmel und lieber Pater Karl Wallner, seit einiger Zeit schaue ich mir Ihre Sendung Stunde der Seelsorge an. Manchmal macht es mir Freude zuzuhören und manchmal macht es mir große Angst und Unbehagen. Ich bin 60 Jahre alt und in der meisten Zeit meines Lebens habe ich großes Leid erleben müssen. Mein Leben war und ist nicht einfach. Wenn ich dann die dogmatischen Ausführungen von Pater Karl höre, wird es mir nur Angst und Bange. Wenn man da zuhört, hat man das Gefühl, dass man eh alles nur falsch machen kann. Da werden Sachen von einem abverlangt, die für einen normalen Menschen so nicht einfach zu tun und zu leben sind. Beispiele werden keine genannt, Pater Karl. Schade, um das wird es ja auch gehen. Zum einen muss ich einmal erwähnen, dass ich als junger Mensch zwar ständig in der Kirche war, aber fast nicht von dem, was ich von Ihnen höre, jemals in der Kirche oder im Religionsunterricht gehört habe. Wieder kommt der Religionsunterricht. Das heißt, ich habe schon eine Menge Fehler gemacht, ohne dass mir diese im christlichen Sinn richtig bewusst waren. Und auch heutzutage ist es gar nicht leicht, einfach so zu leben, wie es die Dogmen der Kirche erfordern. Da hätte ich wohl mit 18 Jahren ins Kloster gehen müssen oder mich für ein Einsiedlerleben in unserem Wald entscheiden müssen, um ein gottgefälliges Leben zu führen, so wie Pater Karl in den Wienerwald zu gehen vielleicht. Am Ende Ihrer Sendung denke ich oft, es wäre wohl besser, wenn ich ein Atheist wäre und keine Angst vor dem Zorn Gottes bis in alle Ewigkeit haben müsse. So viele Erwartungen, die an einen gestellt werden und fast nicht möglich sind zu erfüllen. Es gibt durchaus Tage, da müsste ich bis zu 20 Mal den Beichtstuhl aufsuchen, was in der Realität nicht möglich ist, zumindest für jemanden, der nicht im Kloster lebt, mit freundlichen Grüßen. Pater Karl, ich glaube, da müssen wir ein bisschen was zurechtrücken. Ja, also mich hätte interessiert, worum es da geht, ja, weil ich glaube, wir bringen ja was grundsätzlich Positives. Und die Lehre oder der Glaube der Kirche ist ganz klar, wir sind gerettet, wir sind erlöst. Ja. Also der Teufel kann uns nur mehr ans Bein pinkeln, ja, aber er kann uns eigentlich nicht mehr schaden, wenn wir uns fest an Jesus klammern. Und weil hier die Beichte vorkommt, das ist ja genau das Instrument der Befreiung. Und nie haben wir gesagt, dass man 20 Mal am Tag beichten muss. Also entschuldige, wenn ich da vielleicht was Allgemeines sagen darf dazu. Mich trifft es schon, weil ich habe
eigentlich ein ganz anderes Gefühl bei dieser Sendung, dass wir Hoffnung geben wollen, dass wir uns nicht unterkriegen lassen durch die Sünde und durch die Fehler, dass Glaube eigentlich was Schönes ist und etwas Befreiendes und nicht etwas Ängstliches. Aber wenn ich eben dazu sagen darf, ich merke das oft auch, wenn du als Kirchenmann in der Öffentlichkeit bist, dass du dann für manche Menschen, die schlechte Erfahrungen haben im Glauben. Und das kommt ja hier auch vor, wenn man in der Jugend so viel gezwungen worden ist oder da wird dann eben so negative Sachen. Über den Zorn Gottes zum Beispiel haben wir nie geredet. Also ich kann mich nicht daran erinnern, dass wir über den Zorn Gottes geredet haben. Wenn dann nur in der Hinsicht, dass Jesus das alles auf sich genommen hat und die Strafe, die eigentlich der Mensch verdient hätte, an sich selbst ausgelitten hätte. Das ist die Maximalität der Liebe Gottes, der die Sünde als solche nicht akzeptieren kann, aber er straft den Menschen nicht, sondern er nimmt es im Leiden des Sohnes auf sich. Und das ist die Halleluja-Erlösungsbotschaft und nicht Angst machen. Also meine Wahrnehmung, dass man oft zur Projektionsfläche dann wird für Menschen, die Belastungen hier haben. Und wir müssen das ernst nehmen. Aber ich glaube, wie soll ich sagen, also manchmal merke ich auch, dass da einiges nicht stimmt, ja, weil da persönliche Erfahrungen, die negativ sind, einfach auf den Pater Karl oder auf den Pfarrer Rimmel oder dann auch, wir erleben es ja auch bei kirchlichen Persönlichkeiten, projiziert werden, also so richtig drauf projiziert werden, die nicht eben jetzt der Sache entsprechen. Und ich hoffe doch sehr und ich hoffe, dass viele andere Zuschriften, die positiver sind, das jetzt eben zeigen, dass diese Wahrnehmung, die hier vorliegt, nicht die grundsätzliche Wahrnehmung der Stunde der Seelsorge ist. Wenn das so sein sollte, so meinen wir es überhaupt nicht. Der katholische Glaube, Schatz, ich bin so ein fröhlicher Mensch, ich bin nicht nur an einem Faschingssonntag geboren, ich bin auch getauft, ja, ich bin Christ, das ist Halleluja bei mir. Also ich bin grundsätzlich optimistisch und das ist, was wir weitergeben wollen, weil der Glaube frei macht. Zur Freiheit hat uns Christus befreit, schreibt Paulus. Vor der Pandemie war ich in Kanada und da habe ich einen Kanadier erlebt namens Steve, der mir erzählt hat, wie ihm die Angst vor der katholischen Glaubenswelt oder der katholischen Kirche genommen wurde. Er war jung, er wollte heiraten und hatte mit seiner Braut das Brautgespräch beim örtlichen Monsignore und hatte Angst, dorthin zu gehen und vor der katholischen Kirche und was weiß ich, was alles. Da ging er dorthin und der Monsignore saß in seinem Büro im Sessel, so im Holzfällerhemd. Und da hat er ihn nur gefragt, Steve, liebst du deine Frau? Hat er gesagt, natürlich. Dann hat der Monsignore gesagt, dann sind wir schon fertig mit dem Brautgespräch. Du kannst natürlich selbstverständlich frohen Mutes heiraten. Und ich glaube, dass die katholische Glaubenswelt ist eigentlich einfach. Ja. Natürlich muss ich das glauben. Gott hat die Welt erschaffen, er hat seinen Sohn gesandt, der uns am Kreuz erlöst hat. Der Weg zum Himmel ist wieder offen. Gott lieben, Nächsten lieben, sich selbst lieben, jeden Tag das Neue versuchen. Fertig, mehr ist es eigentlich nicht. Mal wirklich runtergebrochen. Also es sind so Erfahrungen, ich habe das, wie Pfarrer war nicht, da war das immer bei der Erstbeichte bei den Kindern, da habe ich schon beim Vorbereitungsgespräch gesagt, bitte sagt es nicht, ihr müsst beichten gehen, weil für die Kinder ist es kein Müssen. Ja. Die sind belastet, auch schon mit 8 Jahren, es ist unglaublich, was da schon Belastungen sind. Und dann waren die Eltern, habe ich immer gebeten, dass sie dabei sind und die Erstbeichte war dann in so einem Raum, wo die Kinder gesessen sind, das geht ja relativ schnell und dann war immer wieder das Phänomen, nicht, dann war das Ganze aus, ich bin dort rauskommen aus dem Beichtzimmer und die Kinder sind auf mich zugestürmt vor den Augen der Eltern. Ja, Pater Karl, wann dürfen wir denn wieder beichten gehen? Ja, also das war so eine Wahrnehmung, die jetzt, wenn man nicht so diese Vorurteile beichten und das hat man bei vielen Dingen in der Kirche, dass man negative Erfahrungen, die man vielleicht oft auch gar nicht selber gemacht hat, sondern weil es halt so gesagt wird und weil das halt so in der öffentlichen Meinung ist, die projiziert man da und nimmt gar nicht die Substanz dieses Befreienden wahr, das im christlichen Glauben steckt. Ich hatte schon einmal in einer dieser Sendungen gesagt, ich weiß leider nicht, wer das so formuliert hat, aber jemand hat mal formuliert, die katholische Glaubenswelt ist so seicht, dass eine Maus darin warten kann und so tief, dass ein Elefant darin schwimmen kann. Und es ist für mich wieder dadurch deutlich geworden, dass, oder ein Beispiel dafür, für Letzteres, dass ein Elefant drin schwimmen kann, ist,
Die Verleihung des Nobelpreises für Physik an den Österreicher Anton Zeilinger. Ich weiß nicht, ob du ihn kennst, aber es finde ich eine ganz Ah ja. tolle Geschichte. Er ist ja Mitglied der Anima-Bruderschaft in Rom. KTV überträgt ab Oktober in einer gewissen Regelmäßigkeit aus dieser Pfarrkirche der deutschen Gemeinde in Rom. Er ist Mitglied hier in der Anima-Bruderschaft und er hat sich auch wiederholt zu Themen wie Glaube und Vernunft und das Miteinander der beiden Dinge geäußert. 2017 zitierte er, also dieser Anton Zeilinger, der jetzt bald den Nobelpreis überreicht bekommt, anlässlich des 25-jährigen Priesterjubiläums von Erzbischof Lackner, den Physiknobelpreisträger Werner Heisenberg, dieses berühmte Wort, der erste Trunk aus dem Becher der Naturwissenschaft macht atheistisch, aber am Grund des Bechers wartet Gott. Er hat auch übrigens dann, glaube in der gleichen Ansprache Josef Ratzinger zitiert. Es gibt keinen Glauben ohne Zweifel, aber der Glaubende kann sich trösten, dass auch der Ungläubige manchmal zweifelt. Also hier haben wir einen Mann, der bekommt den Physiknobelpreis, aber total tief im Glauben steht und kein Problem hat, die Dinge zusammenzubringen. Also für die, die das mehr interessiert, die sollen sich auf YouTube die vielen Beiträge mit Anton Zeilinger anschauen. Wir sind natürlich sehr stolz, dass wir einen ordentlichen Nobelpreisträger wie den Österreich haben. Physik, also das ist schon viel. Quantenmechanik ist wahnsinnig aufregend und spannend. Das sind völlig neue Erkenntnisse, die es erst seit 100 Jahren gibt und die er jetzt auch experimentell nachgewiesen hat. Das ist aufregend, weil Kausalität, also Verursachung, anders läuft, als wir uns vorstellen. Und das Spannende ist wirklich, er ist ein gläubiger, praktizierender Katholik, ein tiefer Denker auch, der sagt, also es gibt keine Möglichkeit, naturwissenschaftlich Atheismus zu begründen, ja, sondern im Gegenteil. Also wenn man die Naturwissenschaft, wie du es zitiert hast in dem berühmten Zitat, wenn du den Becher, ja, der zuerst eben nach Atheismus ausschaut, austrinkst, dann wartet am Grund die Unerklärlichkeit, und die beweist da faktisch die Unerklärlichkeit des Ganzen. Also du kannst, das ist ja, das, entschuldige meine, das in meiner etwas banalen Art jetzt eben sage, also diese Sache zu sagen, ja, die Welt ist durch den Urknall entstanden, das ist alles sehr schön, ja, aber wer hat geknallt? Ja, also dieses davor, dahinter, also davor ist nicht zeitlich gemeint, sondern dieses alles Begründete von allem, ja, also es gibt keine Möglichkeit, den Atheismus zu begründen. Und Anton Zeilinger ist eine ganz große, große Persönlichkeit, mit dem Erzbischof von Salzburg auch befreundet und bei einer katholischen Bruderschaft. Also das ist großartig. Ich hoffe, dass uns das ein bisschen hilft, ja, weil wir meinen immer, wir seien in einer Kirchenkrise. Meine These ist, wir sind in einer ganz, ganz tiefen Gotteskrise. Wir haben im Prinzip alle schon ein atheistisches, gottloses Weltbild inhaliert und deshalb spielt Gott für uns keine Rolle mehr. Wir trauen ihm auch als Christen nichts mehr zu. Und das ist die große Tragödie. Und wenn dann ein Physik-Nobelpreisträger gläubig ist und auch philosophische Argumente hat, jetzt eben für die Existenz Gottes, um das mal so zu sagen, ja, dann ist es eine große Sache, die uns hoffentlich weiterhilft. Es macht wieder Spaß, katholisch zu sein, heißt diese Sendung, die wir heute hier ausstrahlen. Mir macht es Spaß, katholisch zu sein, wenn ich höre, dass so ein Mann, der einen Physiknobelpreis bekommt, auch im Glauben steht. Vatican News berichtet, dass er sich wiederholt auch zu dem Thema Miteinander von Wissenschaft und Religion geäußert hat. Zitat auf Vatican News: Konflikte gäbe es erst dann, wenn eine der beiden Disziplinen ihren Kompetenzbereich überschreite. Habe zu Beginn des Mittelalters die Kirche teils unhaltbare Positionen vertreten, kämen solche Vorstöße heute von Seiten der Naturwissenschaft, deren Vertreter glaubten teilweise eine religiöse Weltsicht widerlegen oder ins Lächerliche ziehen zu können, was Unsinn sei, denn Gott ist nicht fassbar. Solche Aussagen kommen von dem Mann. Ja, und das ist großartig, weil wenn man sich anschaut, nicht, also Yuval Harari hat mit seinen Büchern Millionen Auflagen und ist ein ausgepuffter Atheist. Also das sind, da schleicht sich etwas ein, ja, eine Gottlosigkeit, eine Welt ohne Gott, die keinen Schöpfer braucht. Man sieht es ja auch bis hin in das Gender Gaga, wie die Birgit Kelle das genannt hat, wo Gott nicht mehr
begründend ist, dann gibt es auch keine Gründe für das So-Sein jetzt eben auch des Menschen. Und dann ist es beliebig, welches Geschlecht oder irgendetwas. Also dann ist alles sinnlos. Ja? Also wenn es nicht einen letzten Grund gibt, der alles begründet. Und ich glaube auch, dass Anton Zeiling, also er hat es auch wegen seiner physikalischen Forschungen verdient, diesen Nobelpreis. Er ist ein genialer Mann und er ist auch ein genialer Vermittler. Also seine Bücher sind lesbar. Das ist auch toll. Ja. Also er bringt komplexe Wirklichkeiten, diese Teleportation eben jetzt der Quanten. Also das ist wahnsinnig spannend, weil hier Kausalität plötzlich ganz anders erscheint, als wir es kennen. Also nicht bloß Wirkung und dann hast du eine Ursache, sondern also die Ursachen geschehen anders, dass wir uns das aus dem normalen Beobachtungsraum jetzt eben zusammengezimmert haben. Und das ist spannend und deshalb, wir sind dankbar in Österreich und ich glaube weltweit, dass wir einen Nobelpreisträger für Physik haben, der gläubig ist und noch dazu nicht nur so irgendwie gläubig, sondern auch katholisch und praktizierend ist. Wenn ich nochmal zu dieser einen Zuschrift komme, die Mühe hat mit der Stunde der Seelsorge, weil alles so kompliziert ist, kann es sein, wenn dieser Anton Zeilinger sagt, Gott ist unfassbar, es ist ja wirklich so, wir sind endlich, er ist unendlich, dennoch ist es so, dieser unendliche Gott ist in der Krippe in Bethlehem, hat Menschennatur angenommen. Ja. Und in dieser Spannung ständig zu stehen, dieses Katholische sowohl als auch, das macht das Ganze für manche vielleicht kompliziert, ist es das? Ja, also man muss immer unterscheiden, die Existenz Gottes, ja, die ist ja der Ratio zugänglich. Also da gehört Zeiling auch mit seinen Forschungen rein. Er sagt dann auch dann, eben jetzt bei der Frage, ob Christus wirklich der unendliche Gott ist, der in endlicher Gestalt ist, da musst du, um biblisch zu sein, aus dem Boot aussteigen, so wie Petrus eingeladen worden ist, aus dem Boot der Sicherheit auszusteigen. Das kann auch nur der Glaube jetzt eben gewährleisten, dass in einer irdischen Existenz der unendliche Gott, die zweite göttliche Person, in dieser Welt anwesend geworden ist. Da kannst du keine Physik mehr anführen. Das ist reiner Glaube, das ist auch, wie wir es immer gesagt haben in der katholischen Kirche, rein übernatürlich. Also hier braucht die Ratio die Fides, um dann sich eben zur letztgültigen Erkenntnis Gottes zu erheben, um eben den Anfang der Enzyklika von Johannes Paul II. Von 1998, Fides et Ratio, zitieren. Du brauchst also beides, du brauchst deinen Verstand, deine Vernunft, ja, und da ist ganz klar, also es gibt keine Beweise gegen die Existenz Gottes, ja, sondern im Gegenteil, also es spricht alles dafür, von der Evidenz her, dass es einen letzten begründenden Grund gibt, den alle Gott nennen. Und das Zweite ist dann aber, du musst in den Glauben hineinspringen. Da geht es dann um Jesus Christus, seine Sühne, seine Auferstehung, die uns dann auch geschenkt wird. Das kann nur der Glaube dann im Letzten erfassen. Pater Karl, ein tolles Schlusswort zu dieser Sendung. Es macht wieder Spaß, katholisch zu sein. Wir sind nämlich schon am Ende angelangt. Ich darf dich noch bitten um ein Gebet und um den Segen. Herr Jesus Christus, wir danken dir, dass du dich uns geoffenbart hast als der liebende Gott. Ich möchte auch für den Thomas und für mich bitten, dass wir so die Stunde der Seelsorge gestalten, dass solche Zuschriften, die doch mich ein bisschen besorgen, nicht kommen, weil wir deine Liebe verkünden wollen und die im Glauben der Kirche bekannt wird. Wir bitten dich um den Heiligen Geist als Beistand für diese Sendungen. Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Amen. Dazu segne euch der allmächtige Gott, der Vater und der Sohn und der Heilige Geist. Amen. Pater Karl, dir herzlichen Dank für dieses Gespräch, für dein Engagement. Ihnen herzlichen Dank fürs Einschalten, für Ihr Dabeisein. Bitte schreiben Sie uns Ihre Fragen und bitte bedenken Sie, in der Kürze liegt die Würze. Alles Gute, Gottes Segen. Danke.